Bei mir steht Trier-Sieger Tom Gentsch. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg hier beim TC Trier. Wie zufrieden sind Sie nach dem packenden Finale? Ja, ich glaube, mir fällt ein Riesenstein vom Herzen. Es ist sehr großer Titel für mich, mein bisher größter, und ich freue mich riesig, dass ich am Ende dann mit 7-6 geschafft habe. Sie haben die Nerven behalten, zwischendurch auch mal geflucht, aber dann zwei Tiebreaks gespielt. Die Tiebreaks scheinen Ihnen zu liegen. Ja, ich habe einfach versucht, auch egal, ob ich 1-4 hinten lag, dann im zweiten Satz im Tiebreak oder wie es stand, ich habe einfach versucht, hier einen Punkt zu gewinnen und einfach zu fighten. Und dann am Ende war, glaube ich, der Wille ein bisschen größer als die Kräfte bei mir am Ende. Und das hat mir dann so ein bisschen geholfen. Sie sprechen die Kräfte gerade an. Gestern ein langes Halbfinale über drei Sätze, danach noch Doppelfinale. Das Zweiter geworden. Wie platt waren Sie heute? Ich muss sagen, ich bin heute Morgen direkt mit Muskelkater aufgewacht. Ich musste erstmal ganz kalt warm duschen. Irgendwie hat es dann funktioniert, als ich mich ein bisschen warm gemacht habe. Und dann im Match habe ich versucht, alles auszublenden. Und dann habe ich versucht, einfach jeden Punkt so zu spielen, als wäre es der letzte, und alles gegeben. Und am Ende hat es dann gereicht, aber ich bin fix und alle. Doppel zweiter Sieger, Einzel jetzt gewonnen. Kommen Sie nächstes Jahr wieder oder wie sind Ihre Pläne jetzt für die nächsten Wochen und Monate? Ich hoffe, ich kann noch mal wiederkommen. Wenn ich nicht wiederkommen kann und schon höhere Turniere spielen sollte, was man nicht weiß, würde ich sehr gerne wiederkommen, hat mir sehr gefallen. Ich habe letztes Jahr hier mein erstes Hauptfeld bei den Profis gespielt und dieses Jahr meinen ersten Titel geholt. Ich glaube, besseres Turnier gibt es eigentlich nicht. Wie sehen jetzt deine Turnierpläne für die nächsten Wochen aus? Wo startest du überall? Ich mache jetzt erstmal ein, zwei Tage frei, denke ich. Und dann spiele ich ab Mittwoch in Holland auch wieder ein 15.000er ITF und versuche da wieder ganz gut abzuschneiden.